nachdem Evelyn sich die geschäftlichen Sorgen ihres Vaters gekümmert, beschließt sie, den geheimnisvollen Verschwinden der Sklaven auf dem und Landstreichern auf den Grund zu gehen. Natürlich machen wir das. Wir sind ja so menschenfreundlich. Da habe ich noch immer meinen Markierpunkt setzen. Ah, falsch. Da. Sag jetzt nicht nein. Boah, wieso verwechsel ich die ganze Zeit? Da ist das. So. Komm schon. Achso, das ist ein Schnellreisepunkt. Ja. Dann machen wir das halt so. Ah, das sind die Punkte, die zwei Sachen verbinden. Ja, schlau. Ein schlaues Köpfchen hast du da, Patrick. Ein sehr schlaues. Nicht. Den kennen wir doch. Aveline, was betrübt dich? Ich gehe Berichten über erneute Entführungen nach. Vermisst ihr jemanden? So scheint es jedenfalls. Doch viele Männer sind hier nur auf der Durchreise. Es ist nicht immer klar, warum und wohin ein Mann gegangen ist. Deine Freundin Elise heuert hier oft Arbeiter an. Vielleicht weiß sie mehr. Vielleicht. Ich spüre große Veränderungen. Du hast einen mächtigen Gegner. Bitte, nimm dies. Ein neues Gift, das ich ausprobiert habe. Das Opfer wird dadurch für kurze Zeit hysterisch. Ich danke euch, Ehrwürdiger. Hat er das jetzt an diesem Typen da ausprobiert? Okay, er ist schon weg. Schade. Ah. Ja, okay. Lauf. Lauf hier rum. Fein. Okay, das war nichts. Und weiter geht's. So, jetzt würde ich aber gerne erstmal kurz ins Waffenrad gucken. Schnellgiftpfeile, Berserkergiftpfeile. Ah, die kenne ich auch aus Assassin's Creed 4, zumindest kenne ich die vom Hören her. Bleib mal bei den Schnellgiftpfeilen. Aveline, altes Mädchen! Wo warst du denn? Der Sumpf ist nicht derselbe ohne dich. Die Alligatoren werden tollkühn. Du weißt schon, Geschäftsreisen und Klavierkonzerte. Natürlich. Wie ich die Luft des Bayou vermisst habe. Sie riecht irgendwie nach Abenteuer. Ja, unter anderem. Aber gut, dass du hier bist. Vor ein paar Tagen sah ich etwas und sagte zu mir, Elise, altes Mädchen, da stimmt was nicht. Konvois. Und jetzt rate mal, was sie geladen hatten. Menschen. Dutzende davon. Wohin waren sie unterwegs? Keine Ahnung. Aber ich weiß, wo sie herkamen. Vom Fort. Kannst du mir das zeigen? Ich dachte, du fragst nie. Wir treffen uns morgen. Ich markiere deine Karte. Sie markiert meine Karte. Woher weiß sie, dass ich eine Karte habe? Und wie will sie meine digitale Karte markieren? Lauf! Uhu. Und lauf weiter. Und weiter, und weiter, und weiter. Und weiter, und weiter.
Nein, du sollst nach... Okay, springen. Oh, ich dachte schon wieder, die hängt fest. Oh ja, ja, der letzte Aufnahmesession am Ende der Folge, der Bug, der war... Naja. Ich habe ihn am Ende auch einfach rausgeschnitten. Oder zumindest kurz geschnitten, denn da passierte nicht mehr viel. Und da dachte ich mir, reicht doch. Nein. Erstmal Aussichtspunkt, Aussichtspunkt. Wir machen Aussichtspunkt. So. Oh, geht's hier hoch. Nein. Okay. Ich glaube, ich muss mal gleich stoppen. Denn Speicher ist fast voll, glaube ich. Und der andere Speicher ist nicht so schnell. Das in Echtzeit darauf aufnehmen kann. Ah, ich hasse es. Ich hasse es. So, nur einen Versuch. Da! Ha. Ich habe was gefunden. Was vielleicht... ist. Der Aussichtsturm ist da. Okay. Ja. Das war super klug. Ähm.